ihr zwei könnt auf den Shuttle losgehen. Ja, keiner. Beschirm mal Blitze. Hat das irgendwas gemacht? Keine Ahnung, ob das irgendwie getroffen hat. Jedenfalls sind die Schatten tot. At once. Hello. Hello. Unter deinen Fürsten hörst du ein mahles Geräusch und das Hereinschießen vom Wasser. Ja, wir haben hier das überschüssige Wasser abgelassen. Hat man vielleicht auch ein bisschen sehen können. I'll see what I can find. So, natürlich labt sich hier der Schleim. So. Den sind wir los, den Schleim. And what does the flame reveal? Und hier ist ein schimmernder Silberschlüssel. Dieser große Silberschlüssel fängt das Licht auf merkwürdige Weise ein und scheint zu leuchten. Ja, das wird der Silberschlüssel des Priesters sein, der hier so gerne gebadet hat und vergessen hat, ihn abzugeben. So, und sicherheitshalber, da wir schon so weit gekommen sind, mache ich mal einen Quicksave. So, aufschießen mit schimmernder Silberschlüssel. So. Da war ich wieder zu voreilig und er greift Druins an. Keep an eye. Aber wir haben ihn besiegen können. Ich muss sagen, bis jetzt kommen wir hier im Tempel um einiges besser voran als damals beim ersten Mal. Hätte ich sagen sollen. Okay, Duens, du benutzt mal Heiliger Glanz. Okay, das war ein Critical Hit gegen Duens. Jedenfalls sah es aus wie ein schwerer Angriff gegen Duens. Das ruhige schwarze Wasser spiegelt wie schwarzes Glas. Okay. Als du am Hebel ziehst, hörst du ein kreischendes metallisches und schnappendes Geräusch. Remind me never to help kill my god again. Erinnere mich daran, dass ich nie wieder dabei helfe, meinen Gott umzubringen. Ja. Das hier sieht übel aus. Das hier sieht echt übel aus. Yes. Verirrter Geist, als du dich näherst, erhebt sich Licht von den Knochen. Bevor deine Welt umkippt, kannst du einen Moment lang das kaum wahrnehmbare Bild einer stehenden Gestalt sehen, deren Züge aus verschwommenem Nebel oder Rauch bestehen. Es ist, als seist du zur Seite und damit in ein neues Leben getreten.
Ein verworbener Kreis aus Fackelfeuer. Folgend rennst du die Freitreppe hinunter, wobei dir dein eigener keuchender Atem in den Ohren dröhnt. Panik und deine Robe behindern deine Schritte. Du kommst fast ins Straucheln, als jemand eine Hand ausstreckt, dich am Arm packt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Dein Akolyt-Kollege lächelt dir aufmunternd zu, als du den Fuß des Tempels erreichst. Du rennst an dem flachen Reflexionsbecken vorbei, das den niedrigsten Punkt des Tempels bildet, und folgst den dunklen Gestalten der älteren Priester, während sie zum schmalen Saal vorgehen, der in die Gruft führt. Dabei ist mit schnellen Schritten an einem der Fackelträger vorbei. Das raue Licht der Flammen enthüllt ein vertrautes Gesicht. Einen Moment lang entspannt dein Bewusstsein Zeit und Identität und du glaubst, dass Wirtan hier am Fuß des Tempels bei dir ist. In der Erinnerung schaut er dich einen Moment lang an, bevor er an dir vorbei etwas anderes ansieht. Sobald sie gegangen sind, komme ich zurück, sagt er zu dir. Als du von der Menge weitergedrückt wirst, werden seine Worte leiser. Bleib nur still, wir können keinerlei Risiken eingehen. In der Gruft leuchten goldene Reliquien wie willkommen heißende Sterne. Die Erinnerung verzerrt sich und reißt dich wie eine geworfene Puppe aus einem Moment heraus und stürzt dich in einen anderen. Jetzt bist du nur noch von Dunkelheit umgeben. Bevor sie das Wissen über dich legt wie ein Schleier, glaubst du geblendet worden zu sein. Doch sind in Wahrheit nur sämtliche Kerzen ausgebrannt. Du weißt jetzt mit unwohler Gewissheit, dass niemand kommen wird. Irgendwo zu deiner Linken gibt es ein knackendes Geräusch, ein nasses, schlürfendes Glucksen und ein zerrissenes Seufzen. Du kannst nichts sehen und daher kannst du auch nicht erkennen, welcher Bruder oder welche Schwester gefallen ist und was da nach dem Wasser gräbt, das in ihren Körpern zu finden ist. Zu deiner Rechten hörst du ein schwaches Murmeln im vertrauten Rhythmus eines Gebets. Die Worte aber kannst du nicht mehr verstehen. Du bist zu erschöpft, um Schaden anzurichten. Der Durst brennt in dir wie ein Feuer. Deine Zunge ist dick angeschwollen und jeder Atemzug kostet dich Kraft. Am Ende jeder Finsternis gibt es ein Lichtschein, sagten sie. Diese Finsternis aber ist endlos. Nachdem dich der Geist freigibt, kommst du wieder zu dir, wenn auch völlig zerstört. Du kannst langsam wieder klar sehen und die Gruft um dich herum erscheint abermals. Das dürftige Licht der Seelen, die immer noch wie ein verblassender Nebel im Raum treibt, hüllt sie in matte Farbtöne. Der Geist sendet Angst in Wellen aus, die an deinen eigenen Gefühlen reißen. Es tut mir leid, ich hoffe, du findest im nächsten Leben etwas Frieden. Nichts sagen. Vor was musst du dich denn noch fürchten? Du bist doch schon tot. Dieser lügende Bastard, ich werde Sorge tragen, dass er hierfür bezahlt. Weg von mir, ich habe genug von dir. Es tut mir leid, ich hoffe, dass du im nächsten Leben etwas mehr Frieden findest. Der Geist scheint sich in sich selbst zurückzuziehen, als sie die Seele zurückzieht, spürst du weniger von ihrer Angst und Verwirrung, aber sie verweilt dennoch. Egal wie oft ich dich ins Leere glotzen sehe, es bietet nichts an Seltsamkeit ein. Wir sammeln die Überreste ein, denn sie haben das nicht verdient, hier rumzuliegen. Du verbringst ein paar Momente damit, so viel Priesterknochen wie möglich aufzusammeln. Die stellt sich als schwere und grauenhafte Aufgabe heraus, aber es gelingt dir, alle zu bergen. Ja. Alle Knochen sind weg. Wir haben sie hier in den Questsachen. Dies ist eine grässliche Ansammlung der verwitterten Knochen und Schädel der eotalischen Priester, die einst im Tempel bei Goldtal verschwanden. Gucken wir mal, was hier noch ist. Mondstein. Ein bisschen Gold. Oh, hier hinten ist sogar noch was versteckt. Trank des Geisterschildes. Ist nicht schlecht. Und ein bisschen Geld und Edelstein. Und hier ist Gauns Anteil. Eine weniger bekannte Verkörperung des Gottes Eotas. Und das hier ist ein Streitflegel. Und eine Brechstange. Dieser Ständer wackelt an seiner Basis. Der Mechanismus ist anscheinend defekt. Ja, damit hätten sie wahrscheinlich von innen die Tür öffnen können, aber sie ist kaputt gegangen. Ein Teil des Blattgoldes auf diesen Reliquien ist abgeblasen und gibt den Blick auf das darunterliegende Holz frei.
Auf einer dieser Schalen sind Zahnabdrücke zu sehen. Da hat einer versucht, aus Verzweiflung die Goldsachen zu essen. So, das geht dahin, das geht dahin. Die Sachen können weg. Und das, die Quest hat sich aktualisiert wahrscheinlich. In der Schatzkammer erschien mir ein Geist und zeigte mir eine Vision dessen, was sich im Tempel vor vielen Jahren zugetragen hat und welchen Anteil Wirtan dann hatte. Wenn ich ihn damit konfrontiere, könnte ich einen gewissen Teil der gesamten Wahrheit erfahren. I'm here. Ja. Das war das Schauermärchen des Eotas-Tempels. Etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist der Skulder-König. Okay, gegen den Skulder-König werde ich ein bisschen mehr einsetzen. Okay. Der Skulder-König hat Eri umgehauen, das ging aber fix. Laden wir das Ganze nochmal. Aber will ich es noch versuchen, ohne vielleicht, dass jemand umfällt. Certainly. Lay in low. So. Hey. So, du wins. Lava will be on seat. Ja, hau mal den Skulder-König um. Das klappt sogar. Und er ist weg. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Da ist die beharrliche Nachtwache des Pilgers. Entschlossenheit und Wahrnehmung. Er hat ja schon. Ne, er hat nur zweite Chance. Hat er was, was Entschlossenheit gibt? Verfassung? Nö. Manchmal wünsche ich aber, ich könnte Helme ausblenden. Grafik? Gibt's Helme ausblenden? Nö. Große Köpfe. Vielen Dank auch, Josh. nein. Und hier bei Erscheinungsbild gibt's auch nichts. Nö. Naja, gut. Yes. Nehmen wir halt einfach damit, dass es so ist, wie es ist. Als du in den Kerzenkreis trittst, hörst du von der nahen Mauer ein rasselndes Scheppern. Mit dem malenden Reibgeräusch von Stein und Stein gleitet deine Tür auf. Ja.
Die Kerzen flackern sanft, als du dich näherst. Über dem Altar, wo wohl einst Spiegel in die Decke eingelassen, ein Spiegel in die Decke eingelassen war, ist nun eine mit gebrochenem Glas gesäumte Lücke. The candles are still burning. Not bad for a dead god. Die Kerzen brennen immer noch, gar nicht schlecht für einen toten Gott. Was soll das alles? Redemption. They got this whole rite for when you come of age. They take you by the hand and you descend through the temple with your eyes covered, and that's supposed to be like a wicked life. They don't tell you where you're going. I was sweating like crazy when I did mine.